Der Thesaurus Linguae Latinae ist eines der größten Projekte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Hier wird das weltweit erste vollständige Wörterbuch der lateinischen Sprache erstellt. Was heißt vollständig? Wir bearbeiten tatsächlich alle Wörter aus allen Texten, die wir aus der lateinischen Antike noch haben. In allen Bedeutungen und allen Verwendungsweisen. Das ist sehr anspruchsvoll und verdient den Namen Thesaurus. Das ist griechisch und heißt Schatzhaus, Schatz. Das ist die Bibliothek, die Basis unserer Arbeit. Sie finden hier alle erhaltenen Texte in der besten zugänglichen Edition. Dazu Kommentare, Übersetzungen und so weiter. Das ist auf engem Raum ein echtes Paradies für Latinisten. Es ist einfach alles da, von Cicero bis Augustin, aber auch Gesetzbücher, Gesetztexte, Kochtexte, Wutkritzeleien, Briefe und. Das führt dazu, dass Latinisten aus der ganzen Welt zu uns kommen und zu forschen. Und der Austausch mit ihnen bereichert wiederum unsere Arbeit. And well, the A in Stagnare, is it long or short? According to Instagnare in Thesaurus, it's long. It's long, and Stagnare is long, probably. I'm using. If the reading would have been different, we would have. Maybe it is the other way around, maybe they do that as a keyword. These are things or places, yes. I propose de loco qui abut stagnans inundatur. Wenn wir ein vollständiges Wörterbuch all dieser Texte machen wollen, müssen wir wissen, wo jedes einzelne Wort in diesen Texten vorkommt. Man würde so etwas heutzutage mit einer elektronischen Datenbank organisieren. Der Thesaurus startete aber 1894. In dieser Zeit hat man große Datenmengen mit Zettelkästen organisiert. Große Teile der Texte wurden also buchstäblich Wort für Wort auf Zettel abgeschrieben, jedes Wort an jeder Stelle ein Zettel. Das hat man alphabetisch geordnet und so kommen sie auf diese 9 bis 10 Millionen Zettel in den Zettelkästen. Im Grunde enthalten sie genau das Gleiche wie die Bibliothek, nur eben nicht als fortlaufender Text, sondern als eine alphabetisch geordnete Wortdatenbank. Das ist ganz einmalig. Und man hat das im Zweiten Weltkrieg deswegen ausgelagert und so gerettet. Heutzutage gibt es Datensicherungen davon. Das Zettelmaterial hat ein paar entscheidende Vorteile gegenüber elektronischen Corpora des antiken Lateins. Es ist vollständig lemmatisiert, das heißt nach Grundformen sortiert. Es enthält textkritische und semantische Anmerkungen von Generationen von Wissenschaftlern. Und ganz wichtig, um es überschaubar zu halten, wurde aus Texten ab dem Ende des 2. Jahrhunderts nur das lexikografisch Relevante herangezogen. Das heißt, das Seltene, das Auffällige, das Neue. So zum Beispiel für das Allerweltswort et gibt es tausende Belege etwa bei Augustin.
Davon sind aber nur einige Dutzend als interessant für die Zettel herangezogen worden. Diese bewusste Vorauswahl ist ein entscheidender Vorteil gegenüber vollständigen Datenbanken, die wir natürlich auch benutzen, als Ergänzung und als Kontrolle. Das Nebeneinander so unterschiedlicher Zugänge zum Material hat seinen eigenen Reiz. Das Zettelmaterial ist aber nur die Basis, es ist noch kein Wörterbuch. Unsere Arbeit besteht darin, für das Wort, das wir gerade bearbeiten, alle Textbelege gründlich zu prüfen. Wir versuchen also für jedes Wort an jeder Stelle genau herauszubekommen, was das antike Latein mit diesem Wort ausdrücken wollte. Das ist mühevolle philologische Arbeit und kostet Zeit. Dafür bringen wir unsere philologische Ausbildung ein und lernen jeden Tag noch dazu. Am Ende haben wir dann aber einen fundierten Einblick in die antike Lebenswirklichkeit. You had non probus. Yes, yeah. You had non probus, but the problem with non probus is that it is sounds like way is non. Yeah. The thesaurus consists of an international team. This includes experienced scholars, as well as recent university graduates, like me, who received training in Latin lexicography. From the very first day, we are involved in the project, and under the guidance of our editor, we learn the skills for our work. In the end, articles are published under our own names, which is a fantastic opportunity for young scholars. Tried and true methods remain the basis of our work here, but the size and diversity of the team ensure constant innovation. Faszinierend ist die Gründlichkeit unserer Arbeit. Die Artikel werden wieder und wieder besprochen zwischen Mitarbeiter und Redaktor mit anderen Kollegen und externen Spezialisten. Dies gewährleistet eine hohe fachliche Kompetenz aller Entscheidungen. Die Artikel sind keine ungeprüfte Aussage, sie beruhen auf einer vielfachen Qualitätskontrolle. Seit dem Jahr 1900 wurden bereits die Buchstaben A bis M, O und P abgeschlossen. Zurzeit arbeiten wir an den Buchstaben N und R. 2003 haben elektronische Medien auch am Thesaurus Einzug gehalten. Hier die fünfte Auflage der CD-ROM mit dem elektronischen Thesaurus aus dem Jahre 2007. Für die Nutzer des Thesaurus hat das Internet neue Möglichkeiten geschaffen. Es gibt die digitale Kopie des Thesaurus, die als Open Access im Internet zugänglich ist. Für die, die tiefer gehen wollen, gibt es die elektronische Version des Thesaurus, die unser Verlag entwickelt hat. Allerdings, das sind alles nur Hilfsmittel. Die Qualität des Grundlagenwerks Thesaurus Linguae Latinae beruht seit 125 Jahren auf dem Kern unserer Arbeit, dem Verstehen der lateinischen Texte, dem tiefgründigen Durchdringen des Wortmaterials und der Zusammenführung der Forschungsergebnisse in einen Lexikonartikel, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Das wird uns keine künstliche Intelligenz abnehmen können.